So, meine Lieben, einen wunderschönen guten Abend euch hier zu unserem wöchentlichen Ausblick auf die Märkte. Montagabend, heute mal etwas später als gewöhnlich. Ausnahmsweise mal 20:30 Uhr, normalerweise ja um 16, Entschuldigung, um 18 Uhr. Die Frage, die sich dabei stellt, ist im Grunde genommen, was euch lieber ist, weil die Anzahl der Teilnehmer spricht eigentlich nicht gegen 8:30 Uhr. Es hält sich so ungefähr die Waage. Das heißt, wenn ihr da Präferenzen habt, könntet ihr mir die mal ganz kurz in den Chat reinschreiben, wie denn euch das Ganze lieber ist. Ob wir es abends um 8:30 Uhr machen sollten oder ob wir es lieber um 18 Uhr machen. Muss jetzt natürlich nicht repräsentativ sein hier das Ganze. So, nur mal um ein Bauchgefühl dafür zu bekommen, was euch in der Regel da besser liegt, dann könnten wir da vielleicht uns auch ein bisschen danach richten, weil ich könnte mir vorstellen, 18 Uhr schafft vielleicht der ein oder andere Berufstätige gar nicht. Und was ich jetzt im Chat lese, okay, ich lasse mal noch ein paar Leute hier reinschreiben, dass wir da ein paar Meinungen sammeln können. Und dann überlegen wir uns einfach mal, ob wir das nicht vielleicht regelmäßig ein bisschen später machen als 18 Uhr. Kommt jetzt, wie gesagt, drauf an, wie ihr euch dazu äußert. Ansonsten einen wunderschönen guten Abend von mir. Ich freue mich, dass ihr da seid, alle. Auch so zahlreich. Und freue mich natürlich auch, wenn ihr so ein bisschen mitmacht, wenn ihr Fragen stellt, wenn ihr Wünsche äußert. Schauen wir uns die gerne an. Die Sendung wird wie immer aufgezeichnet und ist auch wie immer hier auf Trading Stars dann verfügbar. Das heißt hier, wenn ihr den Reiter Argus FX rechts oben auf unserer Homepage anklickt, ich stelle den Link kurz in den Chat, für jemand das erste Mal dabei ist, dann könnten wir hier auch unter der Woche das Webinar nochmal anschauen, nämlich dann hier im Bereich Aufzeichnen letzten Sendungen, alternativ natürlich auch in meinem YouTube-Kanal und natürlich dann hier auf dieser Seite. Dort auch zu finden unsere Trading Matrix sowie der Link zu Argus FX. Wer da mithandeln möchte, der ist da gerne dazu aufgerufen. Und natürlich auch unsere aktuellen offenen Trades und abgeschlossenen Trades hier im Überblick und zudem dann im Bereich hier der offenen Orders bzw. Pending Orders haben wir im Moment auch ein paar. Das heißt, ihr könnt euch hier durchklicken, wenn ihr denn wollt. Ansonsten werden wir heute Abend wie immer kurz einen Blick werfen auf die Termine der kommenden Handelstage. Aus Sicht der Fundamental-Events dann natürlich kurz schauen auf die laufenden Positionen und dann im Wochenausblick auf den DAX und auf andere mögliche Titel, die hier eventuell interessant sein könnten. Dazu ist jetzt zunächst mal der Blick zu richten auf die Wirtschaftstermine für die nächsten Tage. Morgen 16 Uhr Verbrauchervertrauen in den USA, das ist ein eher Non-Event, also zwar offiziell wichtig, aber viel wichtiger und viel entscheidender für den Markt ist natürlich dann hier das Zinsevent der Federal Reserve in den USA am Mittwoch um 20 Uhr. Das heißt, hier müssen wir wieder mit etwas Bewegung rechnen aus Sicht der Fundamentalseite und sollten hier eben die Charttechnik in die zweite Reihe stellen, beziehungsweise die Zeiteinheiten wie immer etwas erhöhen, das heißt hochgehen in die Stunden und in die Tagescharts und nur noch dort traden, um da nicht aus den Positionen rauszufliegen. Donnerstag 10:30 Uhr Bruttoinlandsprodukt in den Vereinigten Königreich und dann kommen noch ein paar Daten rein, die aber auch eher weniger wichtig sind für die internationalen Börsen. Freitag ist dann gar nichts mehr los, beziehungsweise wir haben 14:30 Uhr noch das BIP Q4 für die USA. Die zwei wichtigsten Termine, Fed, Zinsentscheidung Mittwochabend und PIP Q4 USA am Freitag vorbörslich. Das sind also Termine, die wir wahrnehmen sollten. Ansonsten schauen wir kurz auf die laufenden Positionen. Dazu gehe ich in das Konto rein. Ich möchte beginnen mit unserem Short Trade im Euro-US-Dollar, den wir ja hier im Webinar gemeinsam eröffnet haben. Wir sehen, dass die Position ungefähr im Bereich des Einstands hin und her tendiert. Gestern waren wir im Gewinn. Heute sind wir ganz leicht hier im Verlust. Wir haben 0,04 Lot geschortet mit Aktivierung einer Schulterkopf-Schulterformation hier gen Süden mit dem Unterschreiten der Nackenlinie. Können uns das auch kurz mal im Chart anschauen für Trade Signal. Das heißt, wir können
uns dazu nochmal den Ausgangschart anschauen, dieser Trading-Idee, weil man könnte ja jetzt auch noch einsteigen. Dazu ganz kurz mal das Big Picture im Euro-US-Dollar im Monatschart. Langfristig ein Abwärtstrend in Form eines gültigen Trendkanals. Die gleitenden Durchschnitte sind unterschritten und fächern auch nach unten auf. Das heißt, wir dürfen Short-Positionen eröffnen. Wir sollten keinesfalls Long-Positionen über einen Tag hinaus halten. Mit diesem Wissen dürfen wir dann weiter runtergehen in die Zeiteinheiten des Wochencharts, des Tageschartsehen hier im Wochenchart schon, dass wir eine wunderbare Trendfortsetzung haben, nämlich eine Auflösung dieses Seitwärts Trends hier, dieser Trendfindungsphase, dieses Wimpels nach unten auf Wochenschlusskursbasis aufgelöst, dann auch die Tiefs unterschritten und dementsprechend auch schon erholt. Das heißt, wir dürfen jederzeit mit einer Fortsetzung des übergeordneten Trends rechnen und gehen dazu runter in den Tageschart und sehen hier nochmal die Situation, warum wir den Trade eröffnet haben, nämlich der Kurs ist mehrfach an der 200-Tage-Linie abgeprallt, dann Trendfortsetzung, wie gesagt, Auflösung des Wimpels und dann eine SKS-Formation der klassischen Variante mit Aktivierung mit einem Tagesschluss unter 1,0818. Diese Aktivierung haben wir jetzt erholt, wieder bis zum 100-Tage-Durchschnitt und sind jetzt schon wieder in Richtung Süden unterwegs und wir erwarten eben hier jetzt eine Fortsetzung dieser Abwärtsbewegung mindestens mal ans Tief heran bei 1,047 im ersten Schritt und im zweiten Schritt dann in Richtung der Parität der 1,000 Marke. So ist der Plan für den Euro-US-Dollar. Ich würde noch immer hier keinen Stop-Loss verschieben. Das heißt, der Stop-Loss bleibt über dem Kopf der SKS-Formation, weil einfach die Strecke jetzt vom aktuellen Kursniveau hin zur rechten Schulter zu kurz ist und dementsprechend die Wahrscheinlichkeit, dass wir rausgenommen werden, zu groß ist. Zudem hat diese Position ein Risiko von rund 90 US-Dollar. Dementsprechend ist sie vollkommen innerhalb unseres Risiko- und Money-Managements. Wir sind also hier im Short-Modus auch weiterhin. Es bietet sich auch an, ich sage es nur nochmal auf eigenes Risiko natürlich, hier auch jetzt eine Short-Position noch einzugehen. Wer das verpasst hat, der kann also hier zum Marktpreis die Short-Order platzieren, den Stop-Loss legen auf das Hoch bei 1,106, also über das letzte markttechnische Verlaufshoch und auch über den Kopf der SKS-Formation und dementsprechend dann eben hier auf eine Trendfortsetzung hoffen. Take Profit liegt bei 1 glatt, also im Bereich der Parität und dementsprechend ist diese Position eigentlich nicht zur Diskussion gestellt, sondern wir sind hier froh, dass wir sie haben und hoffen auch dementsprechend, dass sie jetzt langsam in den Buchgewinn reinläuft. Zweiter Trade, der offen ist, ist auch ein Short Trade auf den australischen Dollar gegen den US-Dollar. Schauen wir uns auch diese Situation hier an. Wir haben einen Short Trade eröffnet, auch hier gemeinsam im Wochenausblicks-Webinar, nämlich hier am 4. Januar 2016. Dementsprechend hier die Short-Marke schon relativ weit über dem Kurs und wir sehen, es ist auch schon ein kleiner Buchgewinn jetzt angelaufen. Das heißt, diese Position läuft in unsere Richtung. Was wir leider immer noch nicht machen dürfen, ist den Stop-Loss nachzuziehen. Der liegt über dem letzten markttechnischen Hoch. Wir haben ihn schon einmal nachgezogen. Jetzt ist es aber so, dass wir leider hier im Tageschart zumindest noch kein neues Verlaufshoch ausgebildet haben. Das hätten wir erst, wenn der Kurs wieder unter das letzte Tief fällt. Wo soll dieser Trade hin? Er soll hier in diesem Bereich, nämlich er soll rund 200 US-Dollar Gewinn bringen. Take Profit liegt bei 0,644. Schauen wir uns auch diesen Trade im australischen Dollar gegen den US-Dollar kurz hier im Chartbild an. Der langfristige Chart ist abwärts gerichtet, die gleitenden Durchschnitte sind unterschritten, fällt aufgefächert, das heißt, wir sind in der Progression des Abwärtstrends, dieser darf also weiterlaufen. Im Tageschart nochmal die Situation, Ausbruch aus einem abwärts gerichteten Trendkanal in Form einer dreiwelligen ABC-Korrektur, dann die Ausbildung eines mustergültigen Doppeltops an einem Cluster, nämlich dem 38er Fibonacci-Retracement dieser Abwärtsbewegung und auch ein Volumenwiderstand. Jetzt dort auch übrigens die 200-Tage-Linie. Dann sind wir markttechnisch mit neuen Tiefs in die Trendfortsetzung reingelaufen und sehen jetzt, dass die gleitenden Durchschnitte wieder gemeinschaftlich auffächern. Das heißt, hier sollte sich jetzt im
hoch des 22.01. ein neues Verlaufshoch ausbilden und dementsprechend der Trend fortsetzen können. Und sobald wir hier drunter laufen, dürfen wir den Stop-Loss auch in den Gewinn reinziehen. Das heißt, Ziel für diese Woche ist im Grunde genommen, diesen Trade dann auch im Gewinn abzusichern. Wo kommt das Kursziel her? Nur 0,644 macht ein super CRV. Dazu sehen wir schon, müssen wir sehr, sehr weit zurückgehen und nochmal kurz hochspringen auf den Wochenchart. Ich zeichne das mal ein. 0,644 ist das übergeordnete Ziel. Warum ist diese Marke hier relevant? Einfach weil das der nächste Widerstands- bzw. in dem Fall Unterstützungsbereich aus horizontaler Sicht ist. Das heißt, hier dürfen wir wieder damit rechnen, dass der Kurs in eine Seitwärtsphase übergeht bzw. in eine Phase der mehrtägigen Erholung übergeht. Dementsprechend ein super CRV. Auch hier ist es übrigens immer noch möglich, einen ordentlichen CRV den Trade zu eröffnen. Man könnte aber hier dann auch abwarten, bis ein neues Tief tatsächlich ausgebildet wird. Problem ist, dann hat man eben auch schon wieder ein bisschen Strecke verloren. Das heißt, wir sind ganz gut dabei. Wir gehen auch weiterhin davon aus, dass sich dieser Trend fortsetzen kann und dementsprechend bleibt die Position unverändert. Schauen wir auf die Pending Orders. Das ist jetzt einmal hier der Goldpreis, der einen Short Trade bekommen hat, beziehungsweise bekommen soll, mit einem Sell Limit. Das heißt, der Kurs soll eigentlich noch etwas ansteigen, nämlich bis auf 1118 US-Dollar, um dann eben auch hier die übergeordnete Trendbewegung fortzusetzen. Schauen wir auch auf diesen Chart kurz im langfristigen Big Picture, im Wochenchart. Wir sehen einen mustergültigen Trendkanal nach unten. Ich habe hier mal die markttechnischen Verlaufstiefs und Verlaufshoch auch eingezeichnet. Wir haben im Grunde genommen hier jetzt in der Vermutung 9.2 ausgebildet, indem wir den letzten unterschritten haben auf Periodenschlusskursbasis und sind hier in der Erholungsphase drin. Mit diesem Wissen Short-Position erlaubt, bei Clustern auch zu eröffnen, Long-Position verboten, gehen wir in den Tageschart rein und wir sehen, dass wir auch hier unter der 200-Tage-Linie sind, aber hier die kurzfristigeren, agileren EMAs nach oben hin ansteigen. Das heißt, wir sind in der Regression, in der Korrektur dieser letzten Trendbewegung drin und in eine solche Korrektur kauft man sich maximal antizyklisch, aber in übergeordnete Trendrichtung ein. Das heißt, wir erwarten die Korrektur mittelfristigen Zeitfenster für beendet und dementsprechend dann einen nächsten Trendarm. Warum gehen wir bei 1118 US-Dollar Short? Einfach weil hier ein sogenannter Clusterwiderstand liegt. Wir haben einmal bisschen Volumen. Wir haben zum anderen dann die 200-Tage-Linie, die dem Kurs entgegenkommt und zum dritten und vierten zwei Fibonacci-Retracements. Einmal das 50er dieser kurzfristigeren Fraktalbewegung hier vom Hoch zum Tief gemessen und einmal, ihr seht das hier in dieser Überlagerung sehr schön, das 38er der großen Bewegung. Das heißt von diesem Verlaufstief zum letzten bzw. vorletzten markttechnischen Hoch gemessen. Und hier ist eben damit die erhöhte Wahrscheinlichkeit vorhanden, dass es dann hier zu einer Verkaufsreaktion verschiedenster Marktteilnehmer gebündelt kommen kann. Dementsprechend ist der Gold-Short weiterhin unverändert im Depot zu behalten. 0,1 Lot bei 11,18 hier mit einem Sell-Limit platziert. Stop-Loss liegt im Moment noch über dem letzten Hoch, also erstmal weit weg. Take-Profit bei 1000 glatt. Psychologisch wichtige Marke, auch ein horizontaler Unterstützungsbereich. CRV dementsprechend nicht das Allerschönste, aber durchaus handelbar. Und eben dann hier die Option, dass wir diesen Trade aktiv managen und eben relativ schnell nachziehen. Hier besonders darauf zu achten, dass es eine kleine Positionsgröße ist, einfach weil das Risiko doch recht hoch ist. Dementsprechend dürfen wir uns hier keine zweite Position reinlegen. Nächste Pending Order, die wir noch im Depot liegen haben, ist das britische Pfund gegen den US-Dollar. Müssen wir mal ganz kurz den Chart hier dazu holen. Britisch Pfund, US-Dollar auch hier im Short-Modus, Sell Limit. Das heißt, auch hier soll der Kurs noch etwas ansteigen, nämlich bei 1,4622. Schauen wir uns auch hier die Situation im Trade Signal Chart an. Britisch Pfund, US-Dollar, Wochenchart. Zunächst mal die übergeordnete Situation. Trendfortsetzung ist passiert. Wir hatten auch hier eine SKS-Formation, mustergültig.
Auffächern der EMAs. Das heißt, hier ist jetzt der nächste Schub zu erwarten und dementsprechend wollen wir diesen traden. Was wollen wir aber nicht? Wir wollen nicht jetzt blind reingehen, sondern wir wollen eben mit einer Erholungsbewegung hier in die alte Widerstandszone hinein dann eine Position aufbauen und hier nach unten das Ganze ordentlich, so jetzt habe ich mich kurz vertan, hier ordentlich durchtraden. Das heißt, wir wollen, dass der Kurs weiter steigt und dementsprechend hier erst mit der Erholung reingehen. Dementsprechend hier für diese bzw. nächsten Woche immer noch relevant, diese zwei Orders. Warum sind es zwei? Einfach weil wir uns die Möglichkeit gönnen wollen, hier Teilverkäufe zu realisieren. Limit liegt bei 1,4622, Stop Loss bei 1,4945. Wer es nochmal nachschauen möchte unter der Woche, wie gesagt, ihr findet das Ganze auch auf der Homepage. Rechts oben Live Trading anklicken und dann einmal hier Orders und dann Pending auswählen. Dann seht ihr genau diese Orders. Wenn sie ausgeführt werden, seht ihr sie dann unter Offene. Okay, dann sind wir dann erstmal soweit durch mit den aktuellen Positionierungen. Jetzt wäre es interessant, ob wir vielleicht noch einen neuen Trade finden. Dazu möchte ich anfangs wie immer auf den DAX schauen. Hier im Wochenausblick zunächst kurz auf den Kursindex im Wochenchart W1. Positives Signal aus der letzten Woche. Wir sind zurückgeklettert über den EMA 200 und wir haben damit die Unterstützung, die wir eben jetzt schon das vierte Mal bestätigt haben, hier gehalten. Bei 4.780 Punkten liegt sie, ist zugleich das 76er Fibo dieser ganzen großen Aufwärtsbewegung. Das heißt, aus dem Wochenchart heraus positive Signale, der DAX kann also sich erholen und auch aus dem Marktprofil heraus dürfen wir unbedingt erwarten, dass er hier in diese Effizienzzone nochmal eintauchen möchte, nochmal hier reingehen will. Das heißt, für den Tageschart ist das Chartbild im DAX gar nicht so schlecht. Unser Wochenausblick ist dementsprechend erstmal dieser, dass wir, solange wir über der neuen 3,15, über dem jetzt dreifachen Boden drüber bleiben, eine Erholung erwarten dürfen und dementsprechend ja auch schon etwas zulegen konnten hier am 22. War letzter Freitag, heute die Woche stabil gestartet. Montag ist übrigens oftmals ein Tag, an dem fast gar nichts passiert, beziehungsweise wenig passiert. Dementsprechend hier jetzt weiterhin Kursgewinne zu erwarten für die nächsten Tage. Ziel dieser Woche liegt bei 10.123 Punkten. Das ist wieder ein Cluster Widerstand. Einmal aus Horizontallinie. Hier ist also ein Verlaufstief, ein Verlaufshoch, dementsprechend ein Widerstand. Zudem das Marktprofil mit einem Volumenwiderstand und auch das letzte Trendfraktal gen Süden mit dem 38er Fibonacci. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass bei 10.123 Punkten Verkäufer auf den Plan treten, ungefähr in dieser Marke, ist sehr, sehr hoch. Ziel dieser Woche also hier oben und dann dürfen wir mit dem Widerstand rechnen. An dieser Stelle sei nochmal gesagt, es kommt auch so ein bisschen natürlich auf die Federal Reserve an, wie die am Mittwoch sich entscheiden wird. Schauen wir kurz noch das Ganze im Stundenchart an. 10.123, also eine mögliche Zielmarke für den DAX. Jetzt könnte man sich ja überlegen, kann ich das handeln? Na gut, dann muss ich jetzt mal gucken, wie sieht das im H1 aus, weil dieser Trade kann ja nicht mittelfristig sein, weil eben im Tageschart das Ganze noch im Abwärtstrend ist. Wie sieht es im H1-Chart aus? Wir sehen die Situation. Trend ist noch abwärts gerichtet. Wir sind unter dem EMA 200. Dementsprechend hier keine Chance, long zu gehen. Die Zeiteinheiten schreiben hier einfach das Ganze als verboten aus. Wer unbedingt long gehen möchte, der kann das tun, kann aber im Stop-Loss dann auch sehr, sehr eng setzen. Beispielsweise, wenn morgen der Kurs etwas ansteigt, dann eben unter das Tagestief setzen, um dann zu hoffen, dass er sich, wie gesagt, hier eben erholen kann. Meiner Meinung nach aber im Moment nicht unbedingt empfehlenswert, dieser Trade. Schau mal kurz rüber auf die US-Börse, ich habe es ja schon mal kurz erwähnt, der S&P 500 ist auch jetzt wieder über diesen dreifachen Tief gelandet. Er konnte sich da am Freitag erholen, heute fällt er ein bisschen zurück, der Index aber deutlich angeschlagen unter den gleitenden Durchschnitten, demnach auch hier unbedingt darauf achten, dass man, wenn man long handelt, nicht so lange drin ist. Ziel ist die 1.995, dort ist mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit Verkäuferaktivität dann auch wieder im Markt. Von daher achtet hier so ein bisschen drauf, vielleicht andere Trades einzugehen. Okay.
Austral Dollar US Dollar läuft, das heißt, hier brauchen wir gar nicht reingucken. Schauen wir kurz auf das Rohöl drauf. Aber die Situation ist leider diese, dass wir eben hier in den Trade erstmal nicht reingekommen sind in letzter Zeit, weil einfach der Trend zu weit fortgeschritten ist. Jetzt könnte man aber hier wieder im Tageschart anhand der letzten Fraktale natürlich versuchen, einen Short Trade zu eröffnen. Wir sind in die Fibonacci Retracements reingelaufen. Die sind hier eben im Bereich 31,64 bis 34,45 in der Nordseesorte. Das heißt, hier wäre man im Bereich eines möglichen Short Trades drin. Was aber im Moment mir nicht gefällt, ist einfach hier die fundamentale Nachrichtenlage. Hier wird viel auf Nachrichten, auf Lagerbestände geachtet, die am Donnerstag wieder kommen. Dementsprechend ist das einfach ein Trade, den ich im Moment nicht mache, weil das Risiko auf einen sogenannten Short Squeeze, also eine schnelle dynamische Bewegung, sehr, sehr groß ist. Und dann ist das Problem, dass uns die CFD-Broker meistens zu einem schlechten Kurs mit einer gewissen Slippage rausnehmen, wenn jetzt zu den Lagerbeständen hier was passieren würde. Bund Future hatte ich schon in den Fragen von Stefan drin. Stefan schreibt hier, sollte der Bund Future nicht schon drin sein? Ich habe es in Nürnberg erklärt, ich war ja beim VTHD letzte Woche dort. Situation ist interessant, wir sind nämlich am Allzeithoch gewesen, aber ich habe es dort schon erklärt, wir sind hier noch nicht oben raus. Das heißt, ich würde gerne den Rücksetzer sehen auf die 160,34. Warum? Weil einfach das jetzt noch als Widerstand zu werten ist und der Ausbruch hier zu wenig Reststrecke nach oben gegönnt hätte, dass man direkt rein hätte gehen können. Also 160,34 ist eine unbedingte Kaufmarke im Bund Future für mich jetzt gesehen. Dementsprechend auch hier das Ganze weiterhin zu handeln. Aber wir sehen das, dafür muss er eben jetzt auch sich erstmal wieder erholen. Bund Future also ein möglicher Kauf, den wir hier weiterhin im Blick haben, aber im Moment eben noch nicht aktivieren dürfen, weil wir noch etwas Erholung brauchen. Schauen wir weiter auf den nächsten möglichen Trade Euro-Japanische Yen. Wie sieht es da aus? Wir sind hier wunderbar eigentlich in einem Short-Modus. Der Wochenchart zeigt uns aber an, schaut euch das mal an, zoom mal ein bisschen rein, hier ist eine Unterstützung erreicht. Das heißt, hier ist erstmal abzuwarten, ob er auf Wochenschlusskursbasis auch drunter geht. Vorher dürfen wir durchaus damit rechnen, dass er sich erstmal holt. Dementsprechend ist die Matrix im Euro-Japanischen Yen weiterhin so, dass wir im Wochenchart neutral stellen sollten, im Tageschart Short, im Stundenchart Short. Wenn aber Freitag der Schlusskurs kommt unter diesen Tiefs hier, dann dürfen wir auch hier wieder eine Position eröffnen. Schauen wir auf den Euro US-Dollar, beziehungsweise braucht man nicht gucken, habe ich ja schon besprochen, sorry. Weiter auf das britische Pfund US-Dollar haben wir auch. Sind flott heute unterwegs. US-Dollar, kanadischer Dollar konnte sich massiv erholen in den letzten Wochen, könnte damit eventuell interessant werden. Schauen wir uns die Situation an. Trendig könnte man sagen, ein Fraktal, Korrektur, das zweite Fraktal. Das kann ich hier mit Fibonacci mal drüber messen und bis zum letzten Tief gehen, und wir sehen, wir sind jetzt genau um 61,8 im Tageschart. Das heißt, hier könnte man jetzt long gehen und den Stop-Loss unter die 1,3812 legen. Das wäre also ein möglicher Trade in Richtung Trendfortsetzung. Jetzt ist es aber wieder ganz wichtig zu schauen, ob man sich das leisten kann. Das heißt, ich muss jetzt sehen, ob ich mir das Risiko vom aktuellen Kursniveau bis zum potenziellen Stop-Loss, also jetzt hier der blaue Kasten, überhaupt leisten kann und welche Position ich traden darf. Also US-Dollar Cut suchen wir uns mal ganz kurz raus in unserer Trading-Plattform. US-Dollar Cut in CFD. Und einmal noch auf den Chart ziehen. Und dann ist, wie gesagt, jetzt ganz, ganz wichtig, dass ihr das für euren Broker hier unabhängig bestimmt. Wir machen es jetzt, wie gesagt, hier für Argus FX. Das heißt, dementsprechend kann es bei anderen Brokern zu unter Umständen auch etwas abweichen. Schauen wir drauf, was kostet uns hier eine Position. Der zeigt mir jetzt 0 Euro an, weil das Symbol hier scheinbar falsch hinterlegt ist.
ich ganz kurz prüfen. Jetzt haben wir es. Also die Strecke vom Einstieg bis zum Stop-Loss kostet uns de facto im kleinsten Kontrakt um die 28 US-Dollar Risiko. Das heißt, wir dürfen den Trade machen. Das heißt, wir könnten jetzt hier sogar ein Vielfaches kaufen, um eben mit diesem Konto maximal 1 bis 2% zu riskieren. Könnte ich sogar ungefähr das Vierfache kaufen. Das heißt, ich könnte 0,04 Lot zum Marktpreis long gehen. Wollen wir das an dieser Stelle machen, ist die Frage. Meiner Meinung nach kann man es tun, weil einfach hier die Situation folgende ist. Das war übrigens letzte Woche Notenbankentscheidung, dass der Wochenchart sehr, sehr bullisch ist. Das heißt, die kleinen Durchschnitte gehen nach oben, fächern auch auf, sind jetzt korrigiert bis zum kleineren. Das ist überhaupt kein Problem. Das heißt, wir dürfen schon langfristig in der Trendfortsetzung rechnen. Im Tageschart sieht das noch ganz ähnlich aus. Das heißt, wir dürfen auch hier immer noch weit über der 200-Tage-Linie mit einer Trendfortsetzung rechnen. Die Korrektur ist im Moment relativ scharf, aber wie gesagt, die ist auch ein bisschen bedingt durch fundamentale Einflüsse. Dementsprechend jetzt hier am 61,8er die Möglichkeit einer Trendwende und eine gute Möglichkeit auch in diesen starken Bullenmarkt überhaupt noch reinzukommen. Und von daher, meiner Meinung nach, überhaupt kein Problem, diesen Trade auch zu eröffnen. Ich würde euch empfehlen, das Ganze auf zweimal zu handeln, einfach um hier die Möglichkeit auch wiederum zu haben, einen Teilverkauf zu machen. Also 1,3812 soll der Stop-Loss sein. Ich kaufe also zweimal 0,02 Lot und dementsprechend einen möglichen Teilverkauf hier später, wenn wir den Trade managen, realisieren zu können. So, US-Dollar, kanadischer Dollar ist also eingebucht, ist in den Zeiteinheiten konvergent und darf damit getradet werden. Wir sind also in allen drei Chartfenstern hier in einem Bullenmarkt. Der letzte Blick, den wir noch richten wollen, ist der US-Dollar gegen den japanischen Yen. Das wäre also das letzte Pärchen, das wir uns anschauen wollen. Ist hier im Wochenchart zunächst mal im Bull-Modus. Das heißt, wir sind weit über dem EMA 200. Schauen wir in den Tageschart rein, da sieht es anders aus. Da sind wir drunter. Das heißt, wir haben im langfristigen Chart einen Aufwärtstrend, im mittelfristigen hier einen Abwärtstrend und dementsprechend widersprechen sich die wichtigen Zeiteinheiten und wir dürfen hier keinen Trade eingehen. Die Frage von mir an euch wäre an dieser Stelle, habt ihr noch Wünsche, habt ihr noch Ideen, habt ihr noch etwas, was wir uns anschauen sollten? Denn aus meiner Sicht sind wir mit den aktuellen Positionen Euro-US-Dollar Short, Austral-Dollar, US-Dollar Short und US-Dollar kanadischer Dollar Long bzw. Trades zu eröffnen im Gold und im Pfund ganz gut bedient, ganz gut aufgestellt, ist sogar relativ viel für die aktuelle Situation. Im DAX würde ich nicht traden im Moment. Wenn ihr noch Wünsche habt, stellt sie mir bitte in den Chat, dann schaue ich mir das gerne noch an. Ansonsten würde ich mal die Uhrzeiten durchschauen. Ja, okay, die Masse, die schreibt natürlich jetzt 20:30 Uhr. Jetzt ist die Frage, da wir jetzt natürlich 20:30 Uhr angefangen haben, die 18 Uhr Leute vielleicht gar nicht mehr da sind. Aber es sind sehr viele Leute, die 20:30 Uhr sich das Ganze wünschen würden. Okay, alles klar. Überlegen wir uns auf jeden Fall da vielleicht in Richtung 20:30 Uhr zu ändern. Jens schreibt noch Take Profit für die Position hier im britischen Pfund. Meiner Meinung nach muss man hier nicht unbedingt einen Take Profit dazu setzen. Entschuldigung, US-Dollar, kanadischer Dollar. Warum? Weil das natürlich ein aktiver Trend ist. Das heißt, man könnte hier zunächst mal mit einer Fortsetzung rechnen, die nicht unbedingt technische Widerstände hat. Das heißt, wir waren ja schon lange nicht mehr hier oben. Ich kann, wenn ich unbedingt möchte, mir Take Profits natürlich über Fibonacci-Projektionen besorgen, aber meiner Meinung nach sollte man dann eben hier am Hoch eventuell drüber nachdenken, wie entwickelt sich das Ganze und dadurch, dass wir die Teilverkäufe machen können, können wir natürlich die Position hier auch nachziehen. Das bedeutet, ich würde das Ganze aktiv managen im D1 Tageschart. Dementsprechend immer an einem neuen Tiefpunkt hier Stop-Loss nachziehen, aber einen Take-Profit würde ich hier nicht unbedingt vergeben, weil einfach der Trend sehr, sehr stark war in der Vergangenheit. Der Detlef hat sich noch gewünscht, den neuseeländischen Dollar gegen den US-Dollar. Eventuell interessant, von daher schauen wir uns das mal an.
erster Blick auf ein Chartbild ist immer der langfristige Wochenchart, 2 bis 3 Jahre Historie. Wir sehen, es ist ein aktiver Abwärtstrend. Wir sind unter den gleitenden Durchschnitten. Wir hatten hier ein wunderbares Doppeltop. Dann jetzt auch schon hier ein neues Tief. Das heißt, hier ist also überhaupt nicht drüber zu streiten, dass das ein bärisches Chartbild ist. Tageschart sieht das ganz ähnlich aus natürlich. Gleitende Durchschnitte, EMA 200 hat hier das Ganze blockiert. Dementsprechend auch wieder ein Cluster für Verkäufer gewesen, das Ganze. Jetzt fächern die gleitenden Durchschnitte auf. Das heißt, hier kommt möglicherweise Dynamik rein. Ich würde diese Währung auf jeden Fall im Short-Modus handeln. Das heißt, man könnte hier mit einer direkten Trendfortsetzung zum Marktpreis Short reingehen und den Stop-Loss natürlich über das Doppeltop legen. Hier dementsprechend auch bitte zu beachten, dass das Risiko in der Relation jetzt hier im Tageschart relativ hoch sein könnte. Und hier ganz, ganz wichtig ist die Positionsgrößenberechnung. Aber ist auf jeden Fall ein guter Short-Trade, den man direkt eingehen könnte. Hier also danke an Detlef für diese Situation. Take-Profit könnte man hier übrigens berechnen, dann natürlich wieder mit einer Range-Projektion. Das heißt, ich könnte vom letzten markanten Hochpunkt zum letzten markanten Tiefpunkt einfach diese Range nach unten projizieren. Das heißt, um 200% nach unten projizieren das Ganze. Und dann habe ich hier unten, und jetzt aufpassen, das ist ein logarithmischer Chart, das heißt, es sieht hier etwas weiter aus, die 0,559 als mögliches Kursziel und damit auch ein ordentliches Chance-Risiko-Verhältnis. Danke an Detlef für die Nennung und dementsprechend sind wir, glaube ich, soweit schon durch. Letzte Chart, der jetzt noch genannt wurde, ist Platin. XPD, also das Kürzel, ich schaue nur gerade nach dem Kürzel, XPT US-Dollar, das heißt XPT US-Dollar, muss ich mal kurz merken. Dass wir auch hier das Richtige analysieren. XPT US-Dollar, schauen wir uns auch Platin noch kurz an. Langfristig natürlich, wie alle anderen, beziehungsweise fast alle Rohstoffe hier im Abwärtstrend. Gleitende Durchschnitte sind aufgefächert in der Progression, das heißt Long-Positionen dürfen wir nicht handeln, Short-Positionen könnten wir suchen. Bei Situation im Tageschart ähnlich, gleitende Durchschnitte nach unten hier gerichtet. Wir erholen uns gerade so ein bisschen. Was man machen könnte, ist sicherlich eine Short-Position eröffnen hier am Widerstandsbereich. Wir sehen also hier ein markantes Verlaufstief und markante Verlaufshochs. Das heißt, hier liegt so ein bisschen eine Barriere im Markt zwischen 886 und 8890, sowas. Könnte man auf jeden Fall einen Short Trade versuchen. Problem, was ich sehe, ist aber dann das Risiko, das relativ groß wäre und das sicherlich kein CFD-Broker mehr abbildet. Was man alternativ machen kann, ist ein Zocker-Trade. Jetzt zum Marktpreis shorten und den Stop-Loss dann ganz, ganz eng über diesem Bereich, über das letzte Hoch drüber legen. Hier muss man natürlich dann damit rechnen, dass man rausfliegt. Das heißt, wer Palladium handeln möchte und sagt, ich trade da in den Trend rein, der kann jetzt spekulativ short gehen, aber muss eben mit erhöhter Wahrscheinlichkeit mit dem Ausstopper rechnen. Zudem bitte aufpassen, Platin hat bei den meisten Brokern schlechte Konditionen, großen Spread, Rollkosten und Finanzierungskosten. Das heißt, hier ein bisschen drauf achten, ob euer Broker überhaupt hier das Ganze möglich macht. Jens fragt noch nach Palladium. Schauen wir es uns an. Wochenchart ist natürlich massiv abwärts gerichtet, hier gleitende Durchschnitte unterschritten. Das heißt, wir brauchen überhaupt nicht drüber nachdenken, long zu gehen. Tageschart ist ähnlich, das Ganze wie im Platin gerade. Gleitende Durchschnitte abwärts gerichtet. Möglichkeit auch hier einen Short Trade zu eröffnen an dieser Widerstandszone. Einmal hier klassischer Widerstand und hier natürlich bestätigt. Das heißt, eine starke Zone bei 524 US-Dollar wäre auch ein Short Trade zu eröffnen. Spekulativer Stop-Loss nah dran wäre dann hier bei 574 ungefähr. Da sollte man also dann aber auch im Wissen, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass der Stop-Loss rausgenommen wird. Möglich, aber auch hier das Ganze zu handeln. Palladium etwas bessere Konditionen bei den Brokern als Platin in der Regel. Okay, dann sind aus
eurer Sicht, glaube ich, keine Wünsche mehr offen. Ich hoffe, ich habe nichts überlesen. Ansonsten noch mal kurz reinschreiben. Würde mich für eure Aufmerksamkeit bedanken. Wir überlegen uns das Ganze. Muss ich natürlich auch mit Argus FX abstimmen, dann vielleicht immer auch ein bisschen später zu machen. Ich stelle die Aufzeichnung heute Abend zur Verfügung, wer sich es nochmal anschauen möchte. Ansonsten wünsche ich euch eine wunderbare Woche, gute Trades. Ich hoffe, dass wir hier vielleicht dann auch ein bisschen Bewegung reinbekommen. Mindestens mal hier den Austral-Dollar, US-Dollar wieder weiter in unsere Richtung laufen sehen haben. Und dementsprechend danke ich euch, wünsche euch noch einen schönen Abend und dann natürlich gerne bis zum nächsten Mal. Kommende Woche Montag wieder um 18 Uhr zur gewohnten Uhrzeit. Zunächst mal und dann kann ich nochmal fragen, wie es den Leuten um 18 Uhr lieber ist und dann werden wir eine Entscheidung treffen, wann wir den Wochenausblick gestalten. Ich danke euch, bis zum nächsten Mal und tschüss.